Wie erkenne ich eine Depression? Es gibt Tage, da fühlen wir uns schlecht und traurig. Dafür kann es kleine und große Gründe geben. Wenn wir beispielsweise mit guten Freunden Streit hatten. Oder natürlich auch, wenn jemand gestorben ist. Manchmal sind wir aber auch einfach so traurig, ganz ohne Grund. Das ist ganz normal und kein Grund zur Besorgnis. Schließlich verschwinden diese negativen Gefühle ja häufig schnell wieder von alleine. Bei einer richtigen Depression ist das nicht so. Es ist eine Krankheit, die nicht einfach von alleine aufhört. Sie hält für mindestens 2 Wochen an mit mindestens 3 charakteristischen Hauptsymptomen. Unsere Stimmung ist gedrückt, egal was passiert. Nichts kann uns aufheitern. Wir sind antriebsarm und interessieren uns nicht mal mehr für Dinge, die uns eigentlich Spaß machen. Wir ziehen uns zurück und wollen nicht mal mehr Freunde treffen. Dazu können auch körperliche Beschwerden kommen. Wir haben keinen Appetit mehr. Schlafen unruhig, fühlen uns körperlich erschöpft und gleichzeitig innerlich unruhig. Wer diese Warnzeichen bei sich feststellt, der sollte dringend ärztliche Hilfe suchen.